Hi, Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners, auch jetzt Whisky Jason genannt. Also, ich versuche ein bisschen mit Social Media jetzt. Was ich habe heute ist wieder ein Unboxing. So, Black Saddle Bourbon 12 Year Old. So, ich habe was gekauft. Da. So, um Versand zu optimieren, habe ich hier auch noch eine Knob Creek Special Reserve 60% gekauft. Das ist whisky.de, wo ich alles hier her habe. Und das war ein für mich echt unschlagbares Angebot. 40 Euro und normalerweise kostet das denn 60 fast. So, wir machen mal auf und die Kiste kommt gleich weg. So, was wir immer haben hier ist natürlich ganz oben drauf, wie es sich fast gehört, die Rechnung. Ich habe für den Black Saddle 12 Year Old 0,7 Liter 45% 79,90 bezahlt. Ein heftiger Preis. Ich habe daraus eine Flaschenteilung gemacht. Beim Drehen von diesem Video sind noch 20 CL über. Wer was haben möchte, kann gerne dann unten anklicken, mich kontaktieren. Und der Knob Creek Single Barrel Reserve, 60%, 9 Jahre alt, war nur 39,90 €. Absolut ein bombastischer Preis. Kaum zu schlagen, wie ich schon sagte. So, meine ganze Verpackungsmaterial, die richtige Flasche habe ich gleich am Anfang auch erwischt. Und deshalb kommt das ganze Zeug hier zur Seite. Ich lasse den Knob Creek drin, weil darum geht es nicht in dieser Episode. Darum geht es hier tatsächlich um den Black Saddle Bourbon Whiskey. So, lass uns sehen hier. Ben bei whisky.de hat auch ein Video darüber gedreht. Und wie er auch zu Recht gesagt hat, sehr viel Information ist da draußen nicht. Frank Lynn Distillery, California, hat das auf jeden Fall abgefüllt. Die sind dafür verantwortlich. Und das steht, ich finde es immer so witzig. Hier, wenn ich, hoffentlich komme ich da rein, ihr könnt das sehen. 700 Milliliter, da steht auch darüber ganz klein. Laut Paragraph 1 Absatz 1 der Verpackungsordnung. Denn die Flasche hat natürlich, hier steht es auch dann 750 Milliliter. Aber wir verkaufen das nur für 700. Das kommt tatsächlich von Mike's Whiskey Handle. Handel, das wusste ich nicht. Ich habe mit Mike auch ein bisschen Kontakt aufgenommen wegen dieser Flasche. Und wir haben uns nicht einigen können. Es war nicht der Preis, der war natürlich billiger bei whisky.de, was furchtbar ist. Ja? Whisky.de bezieht das hier von Mike's Whiskey Handle dort in München. München bezieht das da aus Amerika. Und direkt bei der Importeur kostet der 6 Euro mehr. Und von daher ein bisschen doof. Joa. Doppelt Gold 2014 und der wurde sogar auch erklärt zu Best Small Batch Bourbon des Jahres. So, ein Korken. Vielversprechend. 45%, 12 Jahre alt. Kentucky Whiskey. Das heißt, die kaufen sich was ein. Also, und dann füllen sie es ab. Das ist diese Masche, Entschuldigung, diese Verkaufsstrategie von Frank Lynn Distillery. Die produzieren selbst nicht, sondern kaufen immer das, was übrig ist und verkaufen das. So, irgendwo haben sie eine relativ größere Menge. Das ist Small Batch, das heißt, keine Ahnung, das können dann drei Fässern sein und es kann auch, bei Jim Beam sind das sogar 3000, glaube ich. wissen wir nicht. Aber das haben sie gemacht. Farbe ist echt richtig, richtig schön. Aber 12 Jahre im Holz ist schon wirklich eine Zeit. Die Flasche soll zur Geltung jetzt herkommen. Black Saddle, natürlich ein Saddle ist ein Sa Sattel auf ein Pferd. Und das ist alles, was da drauf steht an Informationen. Eine nette Flasche, ein richtig dicker, fester Boden hier. Und jo. Mehr kann ich nicht sagen. Meine Nase sagt allerdings. Nun,
Ich lache, weil ich habe zuerst gesagt Jim Beam Black. Also den habe ich hier hinten, glaube ich, sogar auch dann. Ich habe den sogar griffbereit gehabt. Also alles ist jetzt spontan. Ich habe doch die Flasche jetzt hier gefunden. Ich möchte daran riechen. Ach, ich weiß es nicht. Ich muss das abfüllen. Also ein Glas habe ich hier. Und da möchte ich das da reintun. Und dann werde ich hier, das ist spontan, ja? Also ganz spontan vergleiche ich Jim Beam Triple Aged, das ist bei mir 6 Jahre alt, mit Black Saddle Bourbon. Das war übrigens in Aldi, ich weiß nicht, ob es Aldi Nord oder Süd war, ich glaube Süd, 13 Euro hat ein Kumpel von mir den ergattert. 79 Euro. So. Das ist Jim Beam Black Bourbon, wie ich den kenne, und ich mache den sehr, sehr gerne. Da ist kaum ein Unterschied. Uh-oh. So. Ah, doch, da kommt ein kleines bisschen mehr Holz dabei heraus, ein kleines bisschen mehr Karamell. Aber nur ein bisschen. So, lass uns mal probieren. Wow. 45%. 43%. Beim Bourbon gut. Nicht wow, nicht großartig, nicht bombastisch. Gut. Kommt gleich an der Zunge an. Nochmal. Viel Karamell, bisschen Maissirup, viel Holz. Also richtig. Wow. Also 12 Jahre, was erwartet man, okay? Knob Creek ist 9 Jahre, da muss man zu Elijah Craig hingehen für 12 Jahre altes Zeug. Für diesen Preis, 79 Euro, würde man Elijah Craig Barrel Proof bekommen. Mit 60,3%, wie auch immer. Oh, das Zeug ist, wie Scotch Test Dummies gesagt hat, a bottle of wow. Eine Flasche von wow. Also nicht das, sondern Elijah Craig Barrel Proof. Der ist gut, aber jenseits von Bösen, von guten Bösen, was 79 Euro angeht. Ich mache doch den Vergleich einmal ganz kurz. Und wahrscheinlich alle Leute, die jetzt hier für ein Sample fast so viel bezahlt haben wie mein Kumpel unten in Süddeutschland, ach, muss eigentlich Aldi Süd sein, für ein Black bezahlt hat. Ich hoffe, dass der schon ein ganzes Stückchen besser ist. Das ist der kleine Bruder für mich. Wow, da sind die ähnlich. Also, es ist, als ob die wirklich einen James, sorry, einen Jim Beam genommen hätten. Oh, guck mal. Ups, wir haben vergessen. Ah ja, der ist nicht genug für unser Single, Signature Craft. James Bean hat auch ein Signature Craft, 12 Jahre alt. Hier, könnt ihr haben. Und dann. Ein Tick länger am Holz. Ein bisschen mehr diesen Tannin dabei. Der hat schon ein bisschen Drehungen, 45%, hat ein bisschen Biss. Also in einem Manhattan zum Beispiel, absolut wahrscheinlich bombastisch. Wobei da würde ich eher Richtung Rye gehen, sowieso, aber das bin ich. Der ist gut. Für einen Bourbon, ich vergesse die 12 Jahre ganz kurz, ist der ein 2. Ich habe echt kurz überlegt, 2 Plus zu geben. Aber im Hinterkopf ist erst einmal 12 Jahre alt. Und zweitens 79 Euro. Buh, buh, buh. Also, Preis-Leistung.
Das ist eine große Enttäuschung für mich. Ich habe schon gehofft, erwartet, dass ich etwas im Mund habe, was auch ein bisschen wow ist. Aber ich habe etwas, was nett ist. Und für nett 79,90 € auszugeben, direkt bei Importur, legt man ja sogar Geld oben drauf und noch für Versand. Bin ich gnädig und sage 4 minus? Nee. 5. Durchgefallen. Also, Franklin, in Amerika kostet das $50. Also von daher, wenn man den 19% Mehrwertsteuer oben drauf schlägt, wenn man den oben drauf schlägt, jetzt hier den Alkoholsteuer, ist der Preis absolut berechtigt. Aber ob die $50 in Amerika berechtigt ist, die Sites, die ich alle gesehen haben, haben denen auch ein 2 plus gegeben. 2 minus, 2, 2 plus. Auch Nase ist ein Hauch besser als im Mund. Habe ich zur Zeit immer wieder. Aber der ist okay. Der ist echt gut. Aber wenn ich $50 hätte in den Staaten oder wenn ich 79 € hier hätte, würde ich viel, viel lieber was anderes kaufen. Meine persönliche Meinung dazu, Whisky Jason hier, das heißt Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Bitte nicht. Sample, hey Leute, ich hab noch 20 cl über. Kann ich gerne mal weitergeben. Vielleicht ist es in euer Geschmacksnerven so, dass ihr sagt, boah. Aber ich würde ehrlich sagen, findet eine Flasche Elijah Craig Barrel Proof. Und ich habe noch nicht mal so ein Video davon bisher gemacht. Schade, muss ich echt noch machen. Kommt bald, versprochen. Und das Zeug ist a bottle of wow. Ich glaube, das war sogar bei Scotch Test Dummies jeweils, das ist das erste Mal, wo es passiert ist, der Bourbon des Jahres 2015, 2016, was sie getestet haben. Und die waren dann absolut der gleichen Meinung, das Zeug war am besten. Und das ist das, was ich bald auch noch testen werde. Hier, naja, eine schöne Flasche, kaum Hintergrundgeschichte. Was soll man sagen? Muss nicht sein. So. Vielen Dank, dass du zugeschaut hast. Bitten unten klicken. Ich werde einen Link hinschicken zu Elijah Craig. Vielleicht sogar Elijah Craig. So, Cask Strength, Barrel Proof. Sehr, sehr gut. Bitte liken. Bitte weitererzählen. Und das Letzte, was ich immer wieder erzähle, ist, auch wenn ich diesen Link da unten setze für den Elijah Craig. Leute, wenn ihr irgendwas bei Amazon bald kaufen wollt oder jetzt kaufen wollt, klickt drauf und dann tragt das oben in der Suchmaschine bei Amazon ein, in der Suchmaske, kauft das, dann kriege ich ein kleines Prozent davon. Viel, viel mehr, als ich bei YouTube für Klicks bekomme. Und damit kann ich weiter meine Sammlung hier ausweiten, weiterhin Samples kaufen, weiterhin hier testen und ihr unterstützt mich damit. Vielen, vielen Dank dafür. Tschüss und bis demnächst.